alle Menschen in Europa einen Jodmangelzustand haben, aus historischen Gegebenheiten. Millionen in der Bevölkerung wissen das eben nicht, haben es noch nie gehört. Denn das sogenannte iodierte Speisesalz ist hier an der Stelle natürlich keine Alternative zu dem richtigen Jod, in Anführungsstrichen. Aus meiner praktischen Erfahrung, wenn das bei Menschen so war, dass diese Überfunktionssymptome aufgetreten sind, dann haben die das nicht als unangenehm empfunden, ja, sondern die haben eben einfach gespürt, oh wow, in mir steckt ja viel mehr Energie, als ich jetzt gedacht hätte die letzten 20 Jahre. Was ich eben viele Jahre kannte und was, glaube ich, auch sehr, sehr viele Menschen betrifft. Ich habe seitdem nie wieder Heißhungerattacken gehabt. Der große Vorteil ist ja auch, dass man es quasi äußerlich auftragen kann, wie zum Beispiel auf die Schilddrüse oder auch die Frauen auf die Brust. Das Aufbringen von Lugolscher Lösung auf der Brust, eine der besten Präventionsmaßnahmen für Symptome oder Erkrankungen der weiblichen Brust, sind einschließlich der sogenannte Brust. Pilzinfektionen auf der Haut kann man also mit Lugolscher Lösung auch behandeln, auch Nagelpilz zum Beispiel. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interviewe heute Dr. Hartmut Fischer und wir sprechen über die Lugolsche Lösung. Hartmut ist Naturwissenschaftler, Autor und Heilpraktiker und ja, hat die letzten Jahre und Jahrzehnte einen Gesundheitswerkzeugkasten zusammengebastelt und da ist auch die Lugolsche Lösung drin und ja, darüber werden wir heute genauer sprechen, was das genau ist, vielleicht wie die Geschichte dahinter ist, welche Wirkung es hat, wie man es anwenden kann. Da bin ich schon sehr gespannt. Und ja, Hartmut, bevor wir loslegen, kurz und knapp zu dir. Was sollte der interessierte Zuschauer wissen? Du meinst jetzt als Vorwissen oder eine Zusammenfassung der wichtigsten Dinge? Als Zusammenfassung zu deinem Wirken, zu deinen Ach so, ja, Tätigkeit, okay. Schwerpunkt. Ja, na gut, ich habe fast ein Jahrzehnt in der Pharmaindustrie gearbeitet, als Angestellter nach dem Universitätsstudium und habe dann irgendwann beschlossen, dass ich interessante Mittel, die immer wieder so aufgetaucht sind, links und rechts des Weges, dass ich interessante Mittel eben ja gerne selbst einsetzen würde als Therapeut. Habe mich dann eben entschlossen, das Heilpraktiker-Zertifikat mir anzueignen und habe eine Praxis eröffnet und im Grunde genommen dann keine Franchise-Praxis geführt, wo man also irgendwie Methode nach dem oder Methode nach jenem oder irgendwie so fortbildungsmäßig sich den Patienten zuwendet, sondern ich habe mich eben besonnen von Anfang an auf die Mittel, die ich im Grunde genommen schon von meinen Großeltern her kannte, also typische Hausmittel, die man eben früher wie selbstverständlich verwendet hat, ohne Beipackzettel, sondern einfach so erfahrungsmedizinmäßig. Und ja, das hat gut funktioniert. Damit konnte ich vielen Patienten helfen. Und vor allen Dingen, ich konnte ihnen eben oft auch eine Hausaufgabe mitgeben, dass sie sich diese Mittel zum Beispiel selbst beschaffen und dann mit einer kleinen Anleitung oder Vorgabe eben anwenden. So eine Einstiegsdosis zum Beispiel vorgegeben, an der man sich dann selbst entlanghangeln kann. Also kurz und gut, es ging von Anfang an eben auch um das eigenverantwortliche Vorgehen zu Hause, weil ich eben auch nicht wollte, dass Patienten einfach nur in die Praxis kommen und erwarten, dass sie dort gesund gemacht werden, wie wir das heute ja auch vielfach sehen, sondern dass ihnen eben klar ist, dass ihr eigenes Verhalten, ihr eigener Mitteleinsatz und natürlich auch das Loslassen von ungünstigen Faktoren, die ja
oft zu einer Krankheit geführt haben oder zu Symptomen geführt haben, dass man die eben auch loslässt, ja, und nur unter diesem integrativen Gesichtspunkt kann man ja Heilungen erwarten. Denn wenn Menschen nicht bereit sind, das loszulassen, was zur Symptomatik oder zur Erkrankung geführt hat, dann kann man natürlich viele tolle Infusionen machen, wird aber sich dann immer im Kreise drehen. Naja, und diese Hausmittel eben, die ich da eingesetzt habe, dieser Reigen an diesen einfachen Mitteln und bewährten Mitteln, der hat sich ständig erweitert, sodass, wie du schon sagtest, ein richtiger Gesundheitswerkzeugkasten daraus geworden ist, den man also individuell für sich zusammenstellt. Ja, das ist keine Liste, die man abarbeitet, sondern das sind eben die Mittel, die man selbst zu einem gegebenen Zeitpunkt benötigt, vorübergehend in der Regel. Und das wichtigste Mittel in diesem Gesundheitswerkzeugkasten wurde dann eben von Anfang an das DMSO. Darüber haben wir ja auch wir beide schon viel gesprochen, als Dachmittel, weil man das DMSO mit allen anderen Substanzen in diesem Werkzeugkasten kombinieren kann und vor allen Dingen, weil es selbst eben auch ja sehr vielfältige und sehr hochwirksame Eigenschaften hat. Okay. Und ja, irgendwann bist du ja dann auch auf die logische Lösung gestoßen, wahrscheinlich schon relativ früh. Und Ja, richtig, weil man eben sehr schnell feststellt und im Grunde genommen wissen das eigentlich alle Menschen in Europa, denke ich mal generell, dass die meisten von uns, wahrscheinlich alle, einen Jodmangelzustand haben aus historischen Gegebenheiten oder auch aus den historisch natürlichen Gegebenheiten, weil Salze, Jodverbindungen eben sehr leicht ausgewaschen werden aus den Ackerböden und damit eben schon frühzeitig verschwunden sind. Seit der Mensch in Europa Ackerbau betreibt. Und so sind wir halt hier in dem sogenannten Mangelgebiet. Und viel interessanter ist aber, dass die meisten Menschen denken, Jod wird lediglich für die Schilddrüse benötigt, und dem ist aber nicht so. Wenn man sich dann also mit der Thematik beschäftigt, dann wird sehr schnell klar, dass alle Drüsen in unserem Körper Jod benötigen, dass natürlich vor allen Dingen auch das Gehirn Jod benötigt. Also viele Strukturen und Funktionsgewebe sind darauf angewiesen. Und so ist es natürlich immens wichtig, eine gute Jodquelle zu haben. Und im Grunde genommen ist die einfachste und günstigste und ja auch sehr simpel anwendbare eben diese sogenannte Lugolsche Lösung. Also eigentlich sprechen wir über Jod, aber im speziellen Fall jetzt eben über diese flüssige, sehr simple flüssige Mixtur, die ist sehr intensiv gefärbt. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Jod selbst färbt ja das Wasser zum Beispiel so, wie würde man sagen, fuchsbraun oder so rötlichbraun irgendwie und löst sich aber nicht sehr gut in Wasser. Und dieser Mann, nachdem es benannt ist, der hat halt eines Tages zufällig oder durch systematische Suche herausgefunden, dass sich Jod in Wasser sehr gut löst, wenn man gleichzeitig das Kaliumsalz des Jods dazu gibt, also Kaliumjodid, wie wir sagen. Und wenn man das auch im Wasser auflöst gleichzeitig, dann bleibt eben auch das Jod sehr gut im Wasser. Jod ist normalerweise, es ist zwar ein Feststoff, aber es ist sehr leicht flüchtig. Also wenn man Jod als Kristalle, als Pulver auf einen Teller legt oder einfach auf den Tisch legt, dann ist es bald verschwunden. Das heißt also, es hat, obwohl es ein Feststoff ist, einen sehr hohen Dampfdruck. Es sublimiert eben, es verschwindet einfach. Und deswegen
Braucht man dafür eben oder musste man irgendwie eine Möglichkeit finden, es in wässriger Lösung zu halten, das Jod. Und das gelingt eben in dieser Mischung Wasser, Kalium, Jodid, Jod. Und ja, erst viel später, als man analytische Möglichkeiten hatte, moderne analytische Möglichkeiten, hat man dann herausgefunden, dass sich in dieser wässrigen Lösung sogenannte I3-Moleküle bilden, also drei Jodatome lagern sich zusammen und bilden dann eben diese in wässriger Lösung stabile Form, die wir so anwenden können. Und diese Lugolsche Lösung, wie gesagt, uralt, ein uraltes Prinzip. Die Großeltern hatten es zu Hause. Es war gängig in den Kliniken. Ich denke, das werden die meisten auch noch wissen, zumindest wenn sie nicht sehr viel jünger sind als wir beide, dass eben vor Operationen diese Lugolsche Lösung auch da aufgepinselt wurde auf diesem Hautareal und man dann eben diese rotbräunliche, rötlich-bräunliche Färbung da auf der Haut gesehen hat. Und das ist übrigens auch der einfachste und eventuell sogar beste Weg, dieses Jod dem Körper nutzbar zu machen, indem man einfach, ich gebe mir jetzt mal einen Tropfen auf die Hand hier, indem man es einfach äußerlich, zum Beispiel an der Innenseite der Unterarme, aufreibt. Ja, also ich habe jetzt hier einen schönen Jodfleck auf meiner Hand. Und da wird es nämlich durch die Haut sehr gut aufgenommen. Man könnte es noch 1:1 mit DMSO vermischen, diese Lugolsche Lösung, in einem Schnapsgläschen oder eben auch einfach in der Handfläche. Und dann wird es noch besser über die Haut aufgenommen. Und das ist ja auch sehr viel einfacher dann anwendbar als Trinklösung zum Beispiel. Das gilt jetzt für den Zweck, dass ich schlicht und einfach dem Körper Jod zuführen möchte, weil ich annehme oder weil ich festgestellt habe, dass es eine Mangelerscheinung im Körper gibt und dass deswegen zum Beispiel die Drüsen des gesamten Organismus nicht gut arbeiten. Die Ganz kurz, Lugolsche, du ja. hast gerade gesagt, früher wurde es bei OPs verwendet. Hat man das aufgetragen, quasi auch zur Desinfektion und Wundheilung oder zu welchem Zweck? Richtig, genau. Das wollte ich jetzt gerade noch anfügen. Also lediglich dem Körper Jod zuzuführen mit der Lugolsche Lösung, das ist die eine Sache. Ja, das kann man einfach über die Haut dem Körper zuführen. Man kann die Lugolsche Lösung aber auch in den Kaffeetropfen oder in den Grüntee oder wie auch immer. Das wird unterschiedlich gemacht. Aber wir haben natürlich noch zahlreiche andere Aspekte dieser Lugolschen Lösung, unter anderem, wie du gerade eingefügt hast, zu Desinfektion, zur Wundbehandlung, zur Wundheilungsförderung. Und da an der Stelle ist es schon ganz wichtig, sehr präzise zu unterscheiden. Reden wir von der wässrigen, also von der reinen Lugolschen Lösung, oder reden wir von Zubereitungen derselben, die wir heutzutage ja auch in den Apotheken bekommen oder verordnet bekommen. Viele kennen zum Beispiel das sogenannte Jodpovidon. Mit Zusatzstoffen quasi noch. Genau, da ist schon wieder ein Ausrufezeichen oder ein Vorsichtszeichen. Jetzt klingelt hier das Telefon, das hört aber auch gleich wieder auf. Nämlich in diesen Zubereitungen sind natürlich Substanzen drin, dann industriell beigefügte Substanzen, die wir gar nicht haben wollen im und am Körper, wie zum Beispiel eben dieses Povidon, das ausführlich gesprochen Vinylpyrroliton sich nennt. Und das ist eben zu vermeiden. Also dann wirklich darauf zu achten, dass man eben diese reine wässrige Lösung benutzt. Ja, also das sind zwei wichtige Aspekte, aber es gibt noch mehr. Ja, können wir gleich noch ausführlicher darüber sprechen. Zu dem, was du gerade angesprochen hast, den Aspekt, habe ich auch schon im Familienkreis die Erfahrung gemacht, dass dieses, was in der Apotheke zu kaufen gibt, dieses Povidon, dieses mit Zusatzstoffen, dass das quasi akzeptiert ist, weil das gibt es ja in der Apotheke so zu kaufen und das ist gut.
Und als ich dann ankam mit meiner logischen Lösung, da wollte aber ja niemand was davon wissen, wo es ja eigentlich umgedreht sein sollte. Aber ja, das ist ja nicht das einzige Phänomen, wo wir das beobachten, sondern es ist ja leider relativ häufig so, dass das, wo halt sehr viel Werbung gemacht wird oder was halt dann irgendwann nach sich ein paar Jahrzehnten aufgrund auch von wahrscheinlich ja, finanziellen Interessen durchgesetzt hast, dass das dann irgendwie akzeptierter ist, obwohl es auch bessere und einfache Möglichkeiten teilweise gibt. Ja, na gut, es stecken verschiedene Aspekte da drin. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass ein findiger Pharmazeut, der vielleicht irgendwann ja auf die Idee gekommen ist, eine solche Zubereitung mit weiteren Hilfsstoffen und so weiter zu machen, dass der sich vielleicht auch überlegt hat, ja, dann wird eben die Anwendung für die Menschen auch einfacher oder praktischer, ne? Weil diese Zubereitung, die hat eine höhere Viskosität, die tropft also nicht einfach so von der Haut ab, sondern das kann man halt schön draufschmieren und das Draufschmieren von irgendwas, das spricht Menschen doch meistens sehr an irgendwie, weil da so ein Hilfs- und Pflegeaspekt mit drinne liegt, ne? Also das ist das eine, das andere ist aber eben, dass diese industriellen Zusatzstoffe eben in der Regel doch sehr ungünstige Eigenschaften haben, ganz allgemein gesprochen. Das ist aber ja auch bei anderen Fertigzubereitungen so, bei Tabletten, bei Trachees und so weiter. Überall werden eben Hilfsstoffe benötigt, um die Verarbeitung auf Maschinen gangbar zu machen, um die Haltbarkeit besser zu machen und viele andere Dinge mehr. Also in meinem Gesundheitswerkzeugkasten stehen deswegen immer Reinsubstanzen oder reine Mischungen, wie in diesem Falle. Da haben wir erstens keine Konservierungen drin und zweitens auch sonst keine unnötigen Sachen. Aber die Akzeptanz, wie du sagst, die stellen wir eben oft umgekehrt fest, bei vielen Menschen, weil eben die Gewohnheit, dass man dann eine schöne bunt bedruckte Schachtel noch drumherum hat und dass der gewohnte Beipackzettel herauskullert, wenn man die öffnet und so weiter, die hat sich eben doch sehr festgesetzt. Deswegen sagte ich ja schon in meinem ersten Satz, glaube ich, heute oder einen der ersten, dass die Großeltern das ja gar nicht benötigten. Ja, die waren das nicht gewohnt, eben, dass man da so erstmal so einen langen Zettel auspackt und da lesen kann und so weiter, sondern die hatten eben wiederum von ihren Eltern natürlich das einfach durch Überlieferung, ja, dass man eben mit Natron Fußbäder machen kann und dass man mit Lugolscher Lösung Wunden desinfizieren kann und dass man mit Wasserstoffperoxid und dass man mit Borax und so weiter und so weiter und so weiter. So, dann lass uns mal über die Wirkungen sprechen. Du hast dir gerade einen Tropfen quasi in die Hand gemacht von der logischen Lösung. Das müssten ja ungefähr 6,5 Milligramm sein, oder? Jod. Ja, wenn man den Taschenrechner bemüht, dann kann man das so durchrechnen, ja. Das ist wahrscheinlich mehr als der Durchschnittsdeutsche, also mehr Jod als der Durchschnittsdeutsche in der Woche oder vielleicht sogar im Monat zu sich nimmt. Ja, das ist schon eine tüchtige Menge. Also da müsste man schon kiloweise Seefisch essen, wie es sonst ja oft empfohlen wurde, teilweise auch noch wird, um eine solche Menge Jod zu bekommen. Und deswegen auch das ist natürlich der große Vorteil der Lugolschen Lösung, weil es ja auch immer darum geht, kostengünstig und sparsam mit diesen Substanzen umgehen zu können, sodass man also mit so einem 100-Milliliter-Fläschchen Monate und Jahre lang im Grunde genommen dann hantieren kann. Es geht schon auch darum, weil ich von Anfang an eben auch wollte, dass sich das auch alles Menschen leisten können, die vielleicht nicht so üppig finanziell dastehen. Ja, so, du hast schon gesagt, das ist für alle Drüsen wichtig, nicht nur für die Schilddrüsen. Dann wird noch gesagt, das ist wichtig fürs Immunsystem, für das Entgiftungssystem, zur Wundheilung hast du auch schon gesagt. Was würdest du noch sagen? Was sind so die wichtigsten Wirkungen von Jod und dementsprechend auch von der logischen Lösung? Naja, es ist ein essentielles
Spurenelement, ganz offiziell anerkannt. Und wenn man jetzt ein Physiologiebuch aufschlägt, das eben die Medizinstudenten auch studieren müssen, bevor sie da ihre Prüfungen machen können, dann findet man dort viele physiologisch wichtige Eigenschaften des Jods. Ich sage mal, aus der Praxis oder aus der Erfahrung gesprochen, fokussiert es sich aber meistens schon eben auf die Drüsenfunktion, weil das im Grunde genommen so ein Überkapitel ist, wo wir unendlich viele Symptome und auch viele Erkrankungen einordnen können, weil sie aufgrund mangelnder Drüsenfunktionen entstehen, weil mit den Drüsen ist ja vieles verbunden. Die Produktion von Stoffen im Körper, von Hilfsstoffen, von Botenstoffen, von Hormonen und so weiter. Und andererseits geht es natürlich auch viel um Ausscheidung, um Ausleitung. Ja, wenn wir alleine mal an die Hautdrüsen denken, die Schweißdrüsen, das ist ja eine große Entgiftungsfläche auch, wenn man das einmal mit diesem einfachen Wort einmal so betiteln will. Und deswegen ist es jetzt gar nicht so wichtig, wie gesagt, die dicken Physiologiebücher zu zitieren, wo Jod überall eingreift im Körper, wo es wichtig ist für Enzymfunktionen, wo es wichtig ist für die Zellbildung und die Zellfunktion. Du hast ja gesagt, Immunsystem, da geht es ja um Abwehrzellen und so weiter. Also das ist sehr vielfältig, ja, aber ich denke, wir brauchen das jetzt gar nicht so im Einzelnen aufzuzählen. Es würde niemand bestreiten, ja, auch nicht die institutionelle Medizin, dass es unabdingbar ist, das Jod. Gestritten wird lediglich, oder sagen wir mal diskutiert, wird eben lediglich über die Menge, ja, über die Dosierung. Und da gehen die Meinungen natürlich sehr weit auseinander. Unter anderem auch deswegen, weil es natürlich Situationen gibt, und das ist ja auch wichtig anzusprechen bei dieser Gelegenheit heute, weil es ja Situationen gibt, in denen man eventuell auch ein bisschen vorsichtig sein muss mit dem Jod, weil man kann sich vorstellen, wenn Menschen, und das betrifft ja durchaus viele Menschen, lange Zeit im Mangel verharren, dann kommt es ja, also dann geht es ja bis hin zur Kropfbildung. Das heißt nichts anderes, als dass zum Beispiel die Schilddrüse sich derart vergrößert, um überhaupt noch irgendwie eine Funktion aufrechterhalten zu können mit den Nanogramm an Jod, die vielleicht doch zufällig noch in der Ernährung zu finden sind. Und wenn man in so ein System, in so einen Organismus dann größere Mengen hineingibt und wie du schon sagtest, ist ja ein Tropfen schon eine ziemlich große Menge an Jod, dann kann es natürlich sein, dass man Überfunktionssymptome entwickelt im ersten Moment. Ja, das reguliert sich dann natürlich, aber das sind eben Situationen, wo wir nicht mit zu großen Mengen einsteigen dürfen. Aber auch das ist ja wieder Teil der Erfahrungsmedizin der vorigen Generationen gewesen, dass man eben gesagt hat, naja, wir nehmen mal einen Tropfen und dann sehen wir weiter. Ne? Auch hier ist es ja gar nicht nötig, jetzt den gesunden Menschenverstand zu übergehen und irgendwelche Dosierungen vorzugeben. Jedenfalls Menschen, die nie Lugolsche Lösung angewendet haben, die sollten natürlich mit kleinen Mengen beginnen. Ja, ich kann auch noch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe damals, ich habe glaube ich das mal vor, also vor ein paar Jahren habe ich so mit einem Tropfen gestartet und habe das dann glaube ich bis auf 8 Tropfen pro Tag erhöht und das sogar ein paar Monate gemacht. Damals hatte ich noch nicht so viel Wissen, das würde ich jetzt heutzutage nicht mehr so empfehlen, aber ich habe damals gemerkt zum Beispiel so eine Klarheit, also das Gehirn hat besser funktioniert, verwundert ja auch nicht. Man sagt ja auch, dass Jodmangel zu einem niedrigeren IQ führen kann bei Babys sozusagen, wenn die in der Schwangerschaft nicht gut versorgt werden. Und ja, lass uns nochmal auf diese, sagen wir mal, Dosierung und
eventuelle Nebenwirkungen eingehen. Wenn wir jetzt sagen, ein Tropfen hat ungefähr 6,5 Milligramm Jod. Das heißt, es sind 6500 Mikrogramm, richtig? Und die DGE empfiehlt ja, ich weiß nicht genau, irgendwas zwischen 100 und 200 Mikrogramm, glaube ich, pro Tag. Und ja, worauf sollte man achten, beziehungsweise wie kann man den ersten Schritt gehen? Vielleicht auch speziell noch mit einer Schilddrüsengeschichte. Also man kann durchaus einen Tropfen auch noch weiter unterteilen, Ja. indem man ihn nämlich eben, ich habe es ja im Grunde genommen schon gesagt, diesen einen Tropfen Lugolsche Lösung zum Beispiel mit drei Tropfen DMSO vermischt und von dieser Mischung dann einen Tropfen nimmt, dann hat man also ein Viertel von 6500 Mikrogramm. Da geht es dann schon eher in die Richtung der offiziell empfohlenen Mengen, wobei die offiziell empfohlenen Mengen oder Dosierungen natürlich sehr, sehr vorsichtig gewählt sind. Das kann man schon so sagen. Die basieren nämlich lediglich eben auf der Funktion der Schilddrüse und beinhalten eben nicht den Aspekt, dass ja Jod überall im Organismus natürlich wichtige Funktionen hat. Wäre auch eine Möglichkeit, ich nehme jetzt zum Beispiel eine Flasche mit gefiltertem Wasser, sagen wir mal 1 Liter, mache einen Tropfen rein und trinke einfach mal zum Beispiel einen Schluck davon. Und dann gucke ich, wie ich es vertrage, dann am nächsten Tag vielleicht 2 oder 3 Schluck, Ja, dass ich mich das ist ganz dann eine langsam noch ranpasse. höhere Verdünnung, jetzt als mein Beispiel mit der DMSO-Verdünnung. Genau, so kann man sich natürlich herantasten. Noch einmal gesagt, jetzt aus meiner praktischen Erfahrung, wenn das bei Menschen so war, dass eben dann diese Überfunktionssymptome aufgetreten sind, dann haben die das nicht als unangenehm empfunden, ja, sondern die haben eben einfach gespürt, oh wow, in mir steckt ja viel mehr Energie, als ich jetzt gedacht hätte, die letzten 20 Jahre oder so, ne? Also eine Frau, da kann ich mich ganz bildlich dran erinnern, ganz konkret, die hat dann nach einem Tropfen Lugolscher Lösung hinterher berichtet, dass sie die ganze Nacht durch das Haus geputzt hat, ja, also weil sie einfach diese Energie hatte oder verspürt hatte, ne? Also um das jetzt ein bisschen zu relativieren, ich habe also persönlich keinen Fall erlebt, wo das dann sagen wir mal, ungünstig verlaufen ist oder mit unerwünschten Auswirkungen verknüpft war. Weil das legt sich ja dann wieder, weil die Schilddrüse ja sehr schnell eben spürt, aha, jetzt ist kein Mangel mehr, ja, jetzt kann ich meine Funktion eben normalisieren und muss nicht so sehr mehr auf Hab-Acht-Stellung sein. Und das, was du geschildert hast mit dieser Klarheit, da möchte ich auch was anfügen. Aus meiner persönlichen Erfahrung, als ich mit Lugolscher Lösung begonnen habe, meinen Jodspiegel aufzufüllen oder zu normalisieren, da ist etwas schlagartig verschwunden, was ich eben viele Jahre kannte und was, glaube ich, auch sehr, sehr viele Menschen betrifft. Nämlich, ich habe seitdem nie wieder Heißhungerattacken gehabt. Und da sind wir an einem wichtigen Aspekt angelangt, der nämlich das Thema Zuckerstoffwechsel und in der Folge davon dann eben auch Diabetes natürlich betrifft. Ja. Denn es wird ja oft gefragt, ja, wie kommt es denn dazu überhaupt? Ich esse doch gar nicht so viel und ich achte doch auf meine Ernährung und so weiter und so fort. Ja, also es gibt viele Menschen, die sich dann fragen, wie kann das sein, dass ich diabetische Symptome entwickle, die dann vielleicht zufällig bei einem Laborbefund festgestellt werden. Ja, das ist genau wieder dieser zentrale Punkt des Jods, weil auch die Bauchspeicheldrüse eben, die ja das Insulin produziert, ja auch eine wichtige Drüse ist im Körper. Und von Heißhungerattacken berichten unendlich viele Menschen, ja, wenn man also fragt,
Ich würde jetzt sagen, wenn wir rausgehen auf die Straße und befragen Menschen, und dann kann ein sehr hoher Prozentsatz eben angeben, dass es immer wieder Heißhungerattacken gibt. Da sieht man eben einen schönen Zusammenhang auch, so wie mit deinem Beispiel, mit dieser Gehirnfunktion, ist das eben auch ein konkretes Beispiel, wie sehr wir von Jod profitieren, wenn wir den Jodspiegel in unserem Körper eben auffüllen oder auffüllen, dass dort eben alle Drüsen profitieren und dass eben sogar der Stoffwechsel sich enorm normalisiert, denn Diabetes ist ja nun kein kleines Kapitel oder kein kleines Problem in der Gesellschaft oder auf dem Kontinent, sondern eben ein sehr großes. Ja, sehr spannend. Ich persönlich kenne jetzt auch eigentlich niemanden, der irgendwie das Gefühl hatte, dass Jod ihm geschadet hat. Oder auch, dass große Dosierungen geschadet haben. Wie ist es in so Fällen zum Beispiel mit Hashimoto? Würdest du denn raten, sich einen erfahrenen Therapeuten vielleicht zu suchen, der sich auch gut mit dem Thema Jod auskennt und dann das einzuschleichen und vielleicht noch auch speziell mit Kofaktoren zu arbeiten? In so schwierigeren Fällen? Also wir haben bei Hashimoto Thyreoiditis Betroffenen eigentlich keine Spezialisten gebraucht in dem Sinne. Also die Fälle, die mir begegnet sind oder die ich beraten habe oder wie auch immer. Es handelt sich ja um einen entzündlichen Vorgang. Die Forschung ist sich relativ einig, dass es eben ein Autoimmunvorgang ist, der zu diesen Entzündungen führt. Es gibt aber international verschiedene Veröffentlichungen, Fachveröffentlichungen, in denen eben sehr deutlich die Empfehlung gegeben wird, Jod ins Spiel zu bringen bei diesen Patienten, also durchaus auch bei dieser Form der Schilddrüsenentzündung Jod zu substituieren, sogar in relativ hohen Mengen. Es gibt aber eine einzige Fachpublikation, die dem widerspricht, also in der zusammengefasst davon abgeraten wird, oder ja, so kann man es schon ausdrücken. Und diese eine Publikation, die wird dann gerne zitiert von Kritikern oder von übervorsichtigen Menschen oder wie man es auch ausdrücken will. Aber da haben wir wirklich jetzt weltweit gesehen ein deutliches Übergewicht der Fürsprecher oder der Befürworter des Jodeinsatzes bei Hashimoto und nur eine Gegenstimme im Grunde genommen. Also das ist auch in der Fachwelt dementsprechend klar. Also es ist eigentlich klar. Ja, natürlich soll man auch nicht generell nur eine Gegenstimme unter den Tisch kehren. Ja, das wissen wir ja auch aus anderen Bereichen des Lebens und der Weltpolitik und so weiter und so fort. Aber da ich eben dann auch die Erfahrung gemacht habe, wenn ich es Hashimoto-Betroffenen empfohlen habe, die Lugolsche Lösung zusammen mit antientzündlichen Mitteln oder Hausmitteln, ja, wie zum Beispiel DMSO oder andere, dass das dann auch gut funktioniert und dass die Menschen zumindest ihre Symptome, also eine deutliche Symptomverbesserung haben. Also wichtig ist auf jeden Fall, jeder braucht Jod und über die Ernährung wird es kaum noch im ausreichenden Maße gedeckt, gerade in unserer Region. Du hast ja gesagt, die Dosierung ist teilweise individuell, aber wenn du jetzt eine allgemeine Dosierung vorgeben müsstest, an der man sich ein bisschen orientieren kann, was denkst du, was ist so eine optimale tägliche Jodzufuhr, wenn man jetzt relativ wenig Meeresfisch und relativ wenig Meeresfrüchte zu sich nimmt? So, was ist eine gute Tagesdosierung oder Ja, da kommt Wochendosierung? es jetzt eben wieder drauf an, sprechen wir
lediglich über die Substitution des Jods, das eben dem Körper fehlt, oder haben wir spezielle Anwendungsziele vor Augen? Ich möchte dazu noch mal kurz diese Vorgehensweise früher zitieren, dass man ja mit einem großen Pinsel zum Beispiel den Bauch eingepinselt hat mit Lugolscher Lösung vor einer Blinddarmoperation oder so. Also es ist jetzt nur ein Beispiel. Und das war ja nicht nur ein Tropfen, sondern ganz viele Tropfen. Stimmt, das wollte ich am Anfang auch fragen, ja. Ja, und da hat ja auch nie jemand danach gefragt, ja, wie ist denn bei diesem Patienten jetzt gerade im Moment eigentlich die Schilddrüsenfunktion und müssten wir da vielleicht aufpassen? Deswegen finde ich das immer auch ein bisschen amüsant, wenn dann Leute sagen, ja, und kann da nicht was passieren und wie und wo und so, ne? Und wenn man also diese beiden Bilder im Kopf hat, mit diesem großzügigen, ne, mit so wie mit so einem Tapetenkleister Pinsel da Lugolsche Lösung auf dem Körper verteilen und auf der anderen Seite sagen dann ganz ernsthaft dreinblickende Mediziner, dass das viel zu gefährlich ist, einen Tropfen Lugolsche Lösung sich in den Kaffee zu rühren und so weiter. Und deswegen ist das mit den Dosierungen auch jetzt, möchte ich einfach nochmal betonen, im Falle der Lugolschen Lösung sehr relativ und individuell auch sehr unterschiedlich. Also ja, ich habe Menschen erlebt, die mit einem Tropfen eben quasi hyperaktiv wurden erstmal oder galoppiert sind. Und deswegen, weil ich das erlebt habe, empfehle ich generell, mit höchstens einem Tropfen zu beginnen. Wenn man noch mehr Vorsicht walten lassen will, dann, wie du zum Beispiel sagtest, einen Tropfen in ein Getränk, Wasser im einfachsten Falle, schmeckt halt ein bisschen komisch, die Lugolsche Lösung. Ich habe immer ganz gern Grüntee auch genommen. Und dann erstmal einen Schluck von diesem Getränk. Ne? Dann sind wir eben im 100er Mikrogramm, Bereich, vielleicht ungefähr. Ne? Also da würde ich jetzt die irgendwie über den Daumen gepeilt einfach einsteigen. Und wenn man das spürt mit einem Tropfen, dass man in Richtung Hyperaktivität abgleitet vorübergehend, dann macht man eben einfach eine Pause, weil ich kann ja die Jodzufuhr nicht nur durch Verdünnung der Lugolschen Lösung begrenzen, sondern ich kann auch einfach sagen, ich nehme einen Tropfen alle 3 Tage. Ja, oder einen Tropfen einmal die Woche. So kann ich ja auch anfangen. Und die meisten Menschen haben aber sehr positive Wahrnehmungen, ja, wenn sie damit beginnen, was mich auch nicht wundert, weil eben viele auch im Mangel sind, im Jodmangel. Und dann ab dem Zeitpunkt, wenn man es dann einmal ausprobiert hat und eben merkt, wie du sagst, ich bin klarer im Kopf oder meine komischen Hungergefühle sind viel ausgeglichener und so weiter. Von da an kann man sich dann selbst vorantasten. Was ich nicht machen würde, und das hast du ja auch selber angesprochen, es sind verschiedene Bücher im Umlauf, und in denen eben sehr, sehr hohe Mengen an Jod, an Lugolscher Lösung angepriesen werden. Du hast von 8 Tropfen gesprochen. Es werden auch teilweise 15 Tropfen täglich empfohlen, manchmal sogar noch mehr. Das halte ich für wenig sinnvoll. Es wird damit argumentiert, dass wenn man eben sehr hohe Mengen Jod in den Organismus presst, in Anführungsstrichen, dass dann auch Reinigungsprozesse angestoßen werden und so weiter. Solche hohen Mengen, die würde ich persönlich lediglich anwenden, wenn ein Atomkraftwerk aus den Fugen gerät in der Nähe. Das ist dann eine Notfallsituation, eine Notfallmaßnahme, dass man den Körper mit so großen Mengen nicht radioaktivem Jod flutet, dass eben das radioaktive Jod, das von diesem Kernreaktor dann ausströmt, dass das eben gar nicht aufgenommen wird, weil der Körper quasi im Überschuss sowieso schon ist. Ne? Also das
wäre für mich lediglich eine Notfallmaßnahme. Ich bin also kein Befürworter von hohen Mengen Lugolscher Lösung, einfach nur um seine Grenzen auszuloten oder wie man auch immer sagen will. Generell ist aber auch noch zu sagen, dass Jod relativ gut wasserlöslich ist, oder? Also, dass, wenn es zu viel ist, auch relativ viel über den Urin dann ausgeschieden werden kann. Es wird schon wieder ausgeschieden, ja, aber das ist jetzt nicht ganz so, wie das liegt jetzt an den Eigenschaften der Jodatome und der Jodionen. Das ist nicht ganz so, wie wenn ich sage, ich habe zu viel Kochsalz erwischt in der Suppe und das wird ja gleich wieder ausgeschieden. Es entsteht, wenn wir Jod in den Körper bringen, schon ein gewisser Joddruck, ja, der also nicht sofort in Minutenschnelle dann auch wieder verschwindet. Okay. Also die Ausscheidungsrate und die Abklingkurve, die Halbwertszeit und so weiter, die ist schon anders als jetzt bei gewöhnlichen Kochsalz oder solchen Dingen. Okay. Aber ich sag mal so, es bleibt festzuhalten, wenn, sagen wir mal, wenn sich jeder Deutsche in ein Liter Wasserflasche ein Tropfen logische Lösung packen würde und das über die Woche verteilt trinken würde, würde sich vielleicht einiges positiv am Gesundheitszustand ändern. Ja, das ist ein guter Vorschlag, genau. Wir, ja, obwohl wir ja seit vielen Jahren diese Dinge ansprechen und auch empfehlen und den Menschen zeigen, wie einfach das ist und so weiter, brauchen wir uns da keiner Illusion hinzugeben. Millionen in der Bevölkerung wissen das eben nicht, haben es noch nie gehört. Also hier dürfen wir auch Botschafter sein, denn das sogenannte jodierte Speisesalz ist hier an der Stelle natürlich kein Ersatz oder keine Alternative zu dem richtigen Jod, in Anführungsstrichen, also zu dem molekularen Jod, wie wir es in der Lugolschen Lösung haben. Also hier haben wir die interessante Situation, dass das Bewusstsein schon vorhanden ist. Ja, also viele Menschen haben gehört, dass wir potenziell Jodmangel haben, also jeder von uns. Das Bewusstsein ist schon da, aber die simple Möglichkeit, das auszugleichen, die kennen eben viele noch nicht. Wie würdest du das dann, die logische Lösung im Vergleich zu anderen Jodquellen sehen, wie zum Beispiel, was mir dann Algen. bekanntesten ist, ist Kelp, Algenextrakt, wo Ja. dann halt relativ genau auch die Dosierung draufsteht, zum Beispiel 100 oder 150 oder 200 Mikrogramm. Wie schätzt du das ein? Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Jodquellen? Also es wird ja dann bei solchen Dingen gerne damit geworben, dass es sich eben um natürliches Jod handeln würde, aber auch darüber darf man natürlich ein bisschen schmunzeln, weil Jodmoleküle, wie sie in der Natur vorkommen, die sind natürlich immer gleich, ja, egal ob sie jetzt in einer Glasflasche sind oder in einer Alge angereichert werden. Ja, also das wird gerne ein bisschen glorifiziert oder mit Bio-Argumenten umgarnt und so weiter und so fort. Ja, wie soll ich sagen? Ich finde das einfach zu aufwendig an der Stelle. Nicht nur preislich, sondern eben auch von der Vorgehensweise her, weil du hast es ja selbst vorhin so schön gesagt, hier mit einem Tröpfchen aus dieser kostengünstigen Flasche kann man eben so viel bewirken und ist dann nicht angewiesen darauf, dass irgendwo Algen geerntet und verarbeitet werden und wir ja im Grunde genommen heutzutage auch eine große Unsicherheit dabei haben, was Organismen aus den Ozeanen betrifft, ja, wegen der Verschmutzung und so weiter. Okay.
Nochmal zur Anwendung der logischen Lösung. Man kann, also der große Vorteil ist ja auch, dass man es quasi äußerlich auftragen kann. Macht es Sinn, das speziell auf spezielle Organe oder Bereiche aufzutragen, damit dann speziell das Jod da reingeht, wie zum Beispiel auf die Schilddrüse oder auch auf die Frauen, auf die Brust oder. Absolut, ja, genau. Sehr gut, dass du das ansprichst, ja. Das ist eigentlich der größte Vorteil gegenüber Algenpräparaten, Algentabs und so weiter und so fort. Also, damit wir das richtig verstehen, ich nutze auch Algenpräparate, aber jetzt nicht bewusst wegen Jodzufuhr, sondern eben wegen ihrer anderen günstigen Eigenschaften auf die Verdauung und Entgiftung des Körpers und so weiter. Aber die Lugolsche Lösung hat eben diese Vielseitigkeit. Und da bin ich wieder bei dem Grundgedanken des Gesundheitswerkzeugkastens, die Mittel eben in dieser Form zur Verfügung haben, damit sie möglichst vielseitig eingesetzt werden können. Dadurch, dass es eben eine einfache Flüssigkeit ist, können wir sie an verschiedenen Körperregionen äußerlich anwenden, aber wir können zum Beispiel auch Lugolsche Lösung in eine Einlaufflüssigkeit dazu mischen. Wir können die Lugolsche Lösung in Ohrentropfen hineinmischen, in Nasentropfen, wenn wir also lokale Infektionen zum Beispiel haben, weil der Aspekt Lugolsche Lösung oder Jod als in Anführungsstrichen Desinfektionsmittel, den haben wir zwar ganz kurz erwähnt am Anfang, aber sind ja noch gar nicht weiter darauf eingegangen. Also all diese, ich sage jetzt mal, Spielereien, die können wir ja mit einem Algenpräparat so nicht machen, ne? Und deswegen liebe ich eben auch so diese ganzen flüssigen Mischungen oder Pulver, die man sehr einfach in Wasser lösen, auflösen kann und so weiter. Diese lokale Anwendung, die du angesprochen hast, die ist natürlich für die Lugolsche Lösung eine ausgezeichnete Therapiemöglichkeit, die wir damit in der Hand haben. Wir können es im Dammbereich zur Unterstützung der Prostata auftragen. Wir können es lokal im Halsbereich eben, Schilddrüse, die weibliche Brust, wie du sagtest, das ist eine, also die alten Ärzte, die wussten das alle, ja, dass ich weiß gar nicht, warum das so in Vergessenheit geraten ist, dass eben das Aufbringen von Lugolscher Lösung auf der Brust eine der besten Präventionsmaßnahmen, ja, für Symptome oder Erkrankungen der weiblichen Brust sind, einschließlich der sogenannte Brust eben, dass das hier eine hervorragende Prävention und schließlich auch Behandlungsmöglichkeit ist. Und zwar Echt spannend, was so ein Tropfen alles verändern kann, beziehungsweise eine gute Versorgung mit Jod. Ja, ihr habt vielleicht mitbekommen, das Video ist an dieser Stelle sehr abrupt zu Ende gegangen und das ist nicht die komplette Version. Ich habe mich dazu entschieden, die komplette Version nur auf einem anderen Portal zu veröffentlichen, auf einem anderen Kanal. Weil da auch ein paar Themen angesprochen werden, die jetzt nicht so YouTube-konform sind und ich da echt aufpassen muss mit meinem Kanal. Also wenn ihr das komplette Video mit dem Dr. Hartmut Fischer sehen möchtet, auch unzensiert, dann klickt bitte auf den ersten Link in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr das komplett kostenlos anfordern und dann das Video in vollständiger Länge komplett unzensiert anschauen. Also wir sehen uns dann im kompletten, unzensierten Video. Bis dahin, euer Sören.